Hi zusammen, an diesem, ja, ich würde sagen, nicht so sonnigen Sonntag, gerade frisch aus dem Urlaub und zack, Facebook sagt, hey, du bist nominiert von Michi. Ja, Michi, vielen Dank. Meinen letzten Urlaubstag habe ich mir dann doch etwas anders vorgestellt, aber es geht ja um einen guten Zweck, es geht um ALS, eine Krankheit, deren Forschung, Erforschung etwas mehr Geld benötigt und irgendwie dieser virale Hype, der jetzt seit Wochen schon durchs Netz huscht, ist dann auch bei mir angekommen. Ich habe ja gehofft, es kommt nicht an. Aber was soll's? Spenden oder Challenge annehmen oder beides tun, so sollte man das machen. Neben mir der kalte Eimer Wasser oder das kalte Wasser im Eimer. Natürlich sollte man nicht nur spenden, wenn man nominiert ist, sondern man sollte sich auch überlegen, ob man nicht eventuell andere Leute unterstützt oder ob man etwas spendet an Leute oder an Organisationen, für die man eigentlich dasteht. Ich zum Beispiel spende gerne an Sea Shepherd, einfach nur aus dem Grund, weil sie für Meereslebewesen Gutes tun. Ich erinnere an die Delfinabschlachtung oder Walabschlachtung an der Antarktis oder in Japan. Nun gut, darum geht es ja nicht. Es geht um ALS und es geht um die drei Nominierten. Und zwar nominiere ich einmal Maike, weil sie so gerne Eis testet und die Eisbucket-Challenge ja doch irgendwie zum Eis dazugehört. Des Weiteren nominiere ich Philipp Roth, weil er, tja, ich lasse mich überraschen. Und zu guter Letzt nominiere ich Tabea Rehle. Warum? Ja, das wird sie rausfinden müssen. Gut, na dann. Leider gibt es keinen Eiswürfel, aber